Nein, nein. Meine Mutter wollte, dass ich in Buenos Aires bleiben würde. Als ihr Lieblingskind hoffte sie, dass ich dort heiraten würde. Aber ich war zu diesem Zeitpunkt bereits verlobt und ich wollte absolut nicht dort bleiben, weil für mich war Amerika das Land der Zukunft und nicht Argentinien. Ich kehrte also nach New York zurück und begann dort meine Karriere als Kaufmann mit einem alten Bekannten meiner Eltern, der sehr gut Tschechisch sprach, aber nicht Englisch konnte. Und wir waren die Vertreter der nationalisierten Baumwollindustrie der Tschechoslowakei, die damals ein führendes Land in Baumwollware war. Im Jahre 1950 wurde dieses Geschäft unterbrochen, weil die Tschechoslowakei das gesamte Konsularpersonal der amerikanischen Gesandtschaft hinausgeworfen hatte. Ich musste mich daher auf eine Reise begeben, auf etwas, was ich noch nie getan hatte. Eine Woche in Italien, eine Woche in Deutschland, eine Woche in Österreich, um herauszufinden, was für Ersatz ich finden könnte. Und tatsächlich habe ich solche Ersatzteile gefunden, die nach und nach zu einem weitaus größeren Geschäft führten als das ursprüngliche tschechoslowakische Geschäft. Aus all dem wurden mehr und mehr Geschäftsverbindungen, sodass eigentlich dies die Geburt meiner Geschäftszeit war. Ich glaube, wo war ich noch? Am 21. September 1947 heiratete ich meine Frau im Haus meines Schwiegervaters Theodor Gutmann, der in Larchmont, New York lebte, in einem recht schönen Haus nahe am Wasser. Und so begann eine schöne Ehe, die leider nach 25 Jahren, ich kann das nicht genau ausrechnen, im Jahr 1927, 20 Jahren oder 25 Jahren, da endete, dass meine Frau an Bauchspeicheldrüsenkrebs auf elendige Weise verstorben ist. Und das ist der Beginn des Jahres 1947. Wir hatten zwei Kinder, meine ältere Tochter. Ich habe das Stück.